Die Internationale Gesellschaft für Neue Musik hat ihren Ursprung in Salzburg mit einem Treffen, das vor 100 Jahren stattgefunden hat, und zwar im Café Bazar. Voran gingen Kammermusiktage, wo sich viele verschiedene Komponisten aus aller Welt treffen wollten. Und das erste Konzert war am 7. August 1922, und zwar am Mozarteum im Großen Saal. Das war der Startschuss dieser Tage, wo sich Komponisten wie Paul Hindemith, aber auch zum Beispiel Mio oder Ravel oder Honecker getroffen hat. Und diese haben dann eine Idee geboren, so eine Gesellschaft zu gründen. Hier ist es zum ersten Mal eigentlich ein internationaler Ansatz gewesen. Also Menschen aus aller Welt, die sich vorher die Köpfe eingeschlagen haben im Ersten Weltkrieg, die wollte man alle wieder zusammenführen und zu schauen, was können wir voneinander lernen. Und das ist sozusagen auch eine große Friedensbotschaft. Und das war eigentlich die wichtigste Aufgabe damals, 1922, sich unter dem Aspekt zu treffen, die Menschen zu verbinden und dass man zusammenkommt und schaut, was gibt es da für Stilrichtungen, was gibt es da für Synergien. Und dass das dann so ein Erfolg war und so viel Begeisterung ausgelöst hat, auch in den Ländern, dass die Leute wirklich kommen wollten nach Salzburg, das war, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Die Ausstellung Achtung International zeigt, wie sehr das Mozarteum schon immer auch ein Treffpunkt war von ganz wichtigen und bedeutsamen Komponistinnen und Komponisten unserer Zeit. In der Ausstellung, die von Matthew Valley kuratiert wurde, bekommt man einen sehr schönen Überblick, was sich 1922 in Salzburg zugetragen hat. Auch die Schwierigkeiten, die der Nationalsozialismus dann in weiterer Folge die Komponistinnen auch getroffen hat. Viele Komponisten wurden ja auch verfolgt und es hat sich dann wieder eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg wieder völlig neu ordnen müssen. Und auch die ganze Weiterentwicklung dieser Gesellschaft, die wird da sehr schön gezeigt. Im Café Bazar haben wir uns auseinandergesetzt mit Texten aus den 20er Jahren, also aus der Gründungszeit, so dass wir wahrnehmen können, wie damals die Zeit war und wie auch die Denkweise dieser Menschen war, die sich da getroffen haben. Ich war einer dieser jungen österreichischen Komponisten. Einer meiner Freunde war Egon Welesch. Ihm als Ersten legte ich meinen Plan dar, eine internationale Organisation jener zeitgenössischen Komponisten aller Länder zu errichten, die in ihrem Stil revolutionär, ja rebellisch, modern genannt wurden. Naiv, als wäre es das natürlichste Ding der Welt, legte ich dar, wie wir alle Autoritäten der neuen Musik im nächsten Sommer zu einem modernen Musikfest nach Salzburg einladen würden. Wie wir die neuen künstlerischen Tagesfragen diskutieren und schließlich die Gründung einer internationalen Gesellschaft für neue Musik vorschlagen würden. Jetzt heißt es eben die World Music Days, diese Musikfeste von damals. Und die Idee ist, sich jährlich zu treffen in einem Land. Und da ist dann jede Nation selber zuständig für die Auswahl der eingereichten Werke. Die Tatsache, dass 1922 die kulturschaffenden Menschen sich in Salzburg getroffen haben, ist in meinen Augen für das Mozarteum, für die Stadt Salzburg ein historischer Moment.